Ja, einen wunderschönen guten Abend, liebe Fußballfans. Mein Name ist Joko Winterscheid. Ja, mein Name ist Klaas-Hofer Umlauf. Wir freuen uns heute auf eine Begegnung. Der anderen Art. Wir sehen ein spannendes Spiel der U21-Nationalmannschaft gegen... Gegen eine andere topmotivierte Mannschaft. Und wir werden uns jetzt noch ein bisschen einlesen. Natürlich weiß ich, gegen wen die spielen. Weil, gegen wen spielen sie denn? Gegen Bosnien-Herzegowina. Bosnien-Herzegowina. So. Damit herzlich willkommen live aus Fürth. Deutschland gegen Bosnien, EM-Qualifikation. Es ist aber eben auch das Spiel, an dem Not und Elend kommentieren werden. Joko und Klaas, 90 Minuten am Mikrofon, da unten sehen wir sie schon. Und die gute Nachricht zumindest für Sie zu Hause ist schon mal, Sie sind nicht ganz alleine. Wir haben nämlich noch einen Experten Ihnen zur Seite gesetzt, und zwar Matthias Stach, unser Kommentator. Matthias, vielleicht mal zuerst die erste Frage an dich. Du kommentierst normalerweise mit so Legenden wie beispielsweise Boris Becker und heute mit Not und Elend alias Joko und Klaas. Wie ist das für dich und was glaubst du, wie schlimm wird es heute? Ich glaube, es wird gar nicht schlimm. Also sie sind top vorbereitet. Was? Mittlerweile. Ja, mittlerweile weiß Klaas auch, gegen wen gespielt wird. Also ich muss sagen, überragend die Vorbereitung. Auch die ganzen Itchs haben wir schon geübt. Läuft. Ja, dann, wir kommen hier gut klar, wir haben gute Laune. Klar, ja, dann Klaas. Das soll auch Spaß machen, Fußball, ne? So eine launige Frage vielleicht mal an dich, Klaas. Was glaubst du denn, wie geht es die Mannschaft von Stefan Kuntz heute an? In welchem System siehst du heute die deutsche U21? Ich glaube, heute, wenn ich es ganz ehrlich sagen darf, geht es vor allem darum, dass man natürlich auch mal zeigt, wo geht es denn in der Zukunft so hin? Ja, also das sind natürlich ganz wichtige Spiele, die für sich natürlich momentan sehr entscheidend sind. Aber das ist natürlich auch eine Probe für die U21. Ja, jetzt muss man mal gucken, wie reagiert man denn unter Turnierbedingungen? Ja, wie ist es mit der Konzentration? Wie fühlt man sich als Mannschaftsgefüge? Wie arbeitet man zusammen? Diese Dynamik, die will man jetzt sehen und mal gucken, was sagt uns das über die Zukunft und natürlich auch zurück in die Vereine. Also heute schauen alle hin und wir natürlich auch. Wir freuen uns drauf. Das klang gar nicht mal so schlecht, oder, René? Ja, das erinnert mich an den Politiker. Mit viel Text wenig sagen. Also, das hat er schon richtig gut drauf. Aber das ist ja generell in der Branche hier so. Ne? Jetzt mal ganz kurz hier Handbremse rein, bitte. Ja, wir sitzen jetzt hier schon bereit fürs Spiel. Wir sind heiß auf die Begegnung U21 deutsche Nationalmannschaft gegen Bosnien und Herzegowina. Was soll ich sagen? Der heutige Abend, bestes Fußballwetter, das wir dort in Fürth vorfinden. Und wir werden sicherlich richtig... heißspürnig. Oh Gott, wenn du der Bessere von uns beiden bist, dann gute Nacht, Marie. Und es sind, wie wir schon gesagt haben, eine Menge Namen mit Itch. Das wird dann was für euch sein, aber ihr habt fleißig auswendig gelernt. Insofern sind sie da alle. Es ist ein 4-2-3-1-System. Das wird auch defensiv sehr variabel sein. Wie spricht man den mit der Rückennummer 3 aus, bitte? Sag mal eben. Wen meinst du? Ja, mit der Rückennummer 3. Gazi Begovic. Ah ja. Wer kennt ihn? Es ist das fünfte Mal, dass Bosnien und Herzegowina auf die deutsche U21-Nationalmannschaft treffen. Am 10. Oktober 2002, also fast genau vor 18 Jahren, war es das erste Mal. Und dort entschied Bosnien und Herzegowina in Zenica mit 5:1 die Partie für sich. Anschließend gab es 2 deutsche Siege, 1 Remis. Das Hinspiel hier mit 2 Toren gewonnen für die deutsche Nationalmannschaft. Aber auch hier... ist nichts in Stein gemeißelt. Die U21-Nationalmannschaft muss sich jetzt anfangen und jetzt geht los. Aber wir können auch davon sprechen, es sind gute Vorzeichen für diese Begegnung. Denn das letzte Mal, als die U21-Nationalmannschaft Bosnien und Herzegowina in unserem Land begrüßen durfte, war im Jahr 2011 in Ingolstadt, nur wenige Kilometer entfernt von Fürth. Damals haben wir ebenfalls einen Sieg eingefahren. Ich sage deswegen ebenfalls, weil ich der festen Überzeugung bin, dass das heute ein Spaziergang wird. Denn alle sind sich im Klaren darüber. Die Mannschaft hat vorher auch noch mitbekommen, dass es hier um nicht weniger als den Sieg, sondern die Führung in der Gruppe geht. Und das 13:0 damals, weiß es noch, wer hat die Tore geschossen? Ja, der ein oder andere Stürmer. Wir haben hier eine schöne erste Aktion gesehen. Ganz viel spielt sich ab im Feld von Bosnien-Herzegowina. Eine leichte Dominanz möchte ich festhalten. Es sind natürlich erst 50 Sekunden gespielt. Daraus kann man nicht so viel ableiten. Aber man muss schon sagen, die machen Druck. Sie spielen gut. Kurze Pässe, präzise Pässe. Aufgeräumtes Spiel. Bisschen Tiki-Taki. Was auch immer daraus später werden wird. Es ist ein ganz klares System zu erkennen. Es geht alles tendenziell Richtung Tor. Das ist wichtig in diesem Spiel. Das ist absolut wichtig und da sind wir schon wieder, ja? Mit jetzt. Der 21. Das ist Baku. Deiner. Und da ist er. Ah. Der erste Schuss aufs Tor. Souverän gehalten natürlich, aber das ist natürlich so genau das erste Zeichen. Das ist hier die erste kleine Marke, die gesetzt wurde. Psychologisch jetzt schon gebrochen, die Bosnien und Herzegowina.
Spieler, denn das ist natürlich, da hätte er ein bisschen mehr vielleicht über den Spann kommen müssen. Aber Lukas Nemtschar natürlich direkt dran gewesen. Überall da, wo jemand stehen muss, steht auf einer und da haben wir es wieder. Baku, und wieder dran. Und Baku ist jetzt direkt vorne und spielt wieder vorbei. Da hat es fast den Unparteiischen getroffen, aber der ist ja diesmal gut zu erkennen im Jan-Ulrich-Gedenktrikot. Die erste Ecke des Spiels im ersten Angriff von Bosnien und Herzegowina. Hier, der Handwerker kommt in diesem Fall pünktlich. Das gibt es gar nicht. Sehr gut. Auch hier, Mensch, was er da vorhatte, Einsatz, ja. Das weiß kann man nur pfeifen, der sogenannte nicht. Kuckuck, warum ja, er da... Weiß der Dorsch, warum der da so reingegangen ist. Das weiß der Dorsch im Salzteigmantel. Ja. Nach den ersten gespielten 8 ja. Minuten schon im Salzteigmantel. Das wäre natürlich nicht unbedingt auf die Fitness. Ein Fallrückzieher macht nur Sinn, wenn der Ball in der Nähe ist. Er ist natürlich auch seinem Namen entsprechend wie ein Fisch, ne? Immer glitschig. Ja, glitschig kommt. Und stinkt. Und das meine ich eben, dieses Zusammenspiel, was wir hier schon wieder gesehen haben, das ist das, wovon ich spreche, das ist das letztendlich, was auch diese U21-Nationalmannschaft so schön macht im Ansehen. Ja, diese Ästhetik im Spiel, diese aufgeräumte, dieses erwachsene Spiel trotz einer jungen Mannschaft, das ist das, was man sehen will, das ist das, was zukünftig auch positiv blicken lässt. Als Jogi Löw weiß man natürlich auch, dass man mit Opas wie Toni Kroos, Thomas Müller nicht mehr lange klarkommt. Ja? Das sind hart angezählte Routiniers, die da noch ihre Pflichtzeit abspielen. Und das merkt man natürlich. Die nehmen da die Dollar noch mit und dann denken sie sich auch, ne, ciao for now. So, Götze-Style. So, für meinen Geschmack könnte jetzt das erste Tor fallen. Eine Frage hätte ich dennoch, jetzt wo wir knapp 14 Minuten gespielt haben. Was für ein Turnier ist das hier? Das ist meines Wissens die Qualifikation zur EM, richtig? Das ist komplett richtig. Ja. Selbstverständlich. Das gibt natürlich nochmal die gewisse Würze auf das Spiel. Jetzt weiß man auch wieso. Worum es geht. Na, das muss ja nicht sein. Ne? In die Eier. Unnötig. Nicht so nett. Das ist übrigens der Sohn von Harvey Keitel. Kennt man vielleicht aus dem einen oder anderen Hollywood-Film, der Cleaner in Pulp Fiction. Wolltest du nichts trinken? Nee. Nee? Ich muss noch fahren. Wo musst du noch hin? Ins Hotel. Ah. So, ich werde jetzt einmal... Erste gelbe Karte, ne? Oh, erste gelbe Karte. Oh, der liegt am Boden, jetzt haben wir hier... Dosch. Ja, Dosch. Da hat es geknallt, ja. Ja, Demirovic war das. Der ist richtig an den Haken gegangen. Und alles ist gut. So, jetzt wird hier gleich ein Tor geschossen. Ich muss aufhören. Tschüss. Da ist das Tor. Und da ist das Tor, so wie ich gesagt habe. Mit der Hacke. Da haben wir es. Lukas, unser ehemaliger Wolfsburger, muss man sagen. Also haben wir ihn vielleicht ein bisschen früh ziehen lassen, ja? Ist das die Möglichkeit? Hier haben wir das erste Tor. Ganz wichtig, dass wir das in der ersten Halbzeit jetzt auch ganz souverän in der ersten halben Stunde noch unterbringen. 28. Minute und hier, ja, da steht er bereit. Er steht direkt davor und zack, rückwärts wunderbar hineingezaubert. Also da kann man nicht nur sagen, das war letztlich im Ergebnis toll, sondern wirklich auch technisch toll. Schön gemacht, tolles Tor, wunderbar. Mit viel Fingerspitzengefühl und zwar an der Seite, mit der man normalerweise nicht schießt. Also super. Er weiß, Fußball ist ein Mannschaftssport und so. Wölfe sind halt Rudeltiere. So sieht's aus. Obwohl wir damals bei Jan Delay gelernt haben, stimmt ja gar nicht. Nee, das sind die Füchse gewesen. Ah, das sind Füchse. Ja. Das stimmt. Die spielen Handball in Berlin. Ja. Ja. Genau, die laufen aber auch bei uns immer über den Innenhof und fressen aus der Mülltonne. Also so feine Tiere sind das gar nicht, die Füchse. Zumindest okay. Nicht die aus Berlin. Okay. Ja. Die ganze Mannschaft oder nur? Die ganze Mannschaft fressen wir uns aus der Mülltonne, aber das erkläre ich nicht wieder. Das ist ein Skandal. Das ist ein Skandal, aber Hauptsache fit, sage ich immer. Ne? Wenn die das so wollen, dass hier Handballmannschaften containern, war mir auch neu, aber ich war richtig erstaunt, hab mir ein Autogramm geholt, Foto gemacht, gesagt, macht weiter. Aber ich habe euch nicht gesehen, ich verrate euch nicht. Jawohl, Druck machen, bereit sein, vital, keine Ermüdungserscheinung, das ist die U21-Nationalmannschaft, so wie ich sie sehen will. Und da ist wieder Metscher dran. Lukas, komm, jetzt mach's. Zack, der wird da weggedrängt. Und das ist natürlich ganz klar vom Linienrichter erkannt worden. Dass das nicht fair war.
Was mir sehr gefallen hat, René Adlers Analyse 1:1 zu dem, was ihr gesagt habt. Das ist ein bisschen unheimlich schon, finde ich. Man muss halt ballorientiert verschieben, das ist wichtig. Und schluck ruhig erst runter. Ich habe mir den Tim Stellen geholt, Entschuldigung, ein bisschen unprofessionell. Ist ja auch bald Weihnachten. Ja. Aber ich glaube, das könnte auch daran liegen, dass wir natürlich alle auch das gleiche Spiel geschaut haben. Und meinst du? Das ist natürlich dann ein leichtes, da auch eine Analyse wie diese zu treffen. Aber das ist es, das ballorientierte Verschieben. Ja, das ist mir grundsätzlich aufgefallen, bei vielen Ballsportarten wird sich dann durchaus auch zum Ball hin orientiert, wo es nicht so sehr um die Orientierung in Richtung Ball geht, sind zum Beispiel Sportarten wie Surfen. Ringen, Surfen, Schach. Aber hier gibt es das ballorientierte Verschieben. Und da muss man sagen, da wurde also der Ball sehr orientiert verschoben, und zwar Richtung Grill. Ja, die erste Aktion, 24 Sekunden gespielt. So, das beherrscht er einfach ganz alleine. Also er läuft einfach weg mit dem Ball. Ja, da braucht es keine Tricks. Und hier haben wir da Keitel. Hätte man einen halben Meter höher steigen müssen, hätte er gehabt. Flanke von Özcan war sehr stark. Ja. Toll gespielt. Hat sich erholt vom Eisenpopo-Stoß. Da tut so eine Pause gut und das merkt man. Also aufgeräumt und sehr ballorientiert, muss man sagen. Wirklich. Also immerhin zum Fußball. Das ist als Fußballspieler wirklich eine ganz tolle Orientierung. Kann man dich gerade im Bild haben. Sag mal, Toni Kroos hat sich gemeldet bei dir. Der hat heute ein Länderspiel. Kannst du das mal kurz vielleicht. Hat sein 100. Länderspiel heute. Ja, genau so ist es. Ja. Nur Luka Matthäus hat 150. Thomas Müller hat 101. Spiel uns doch mal kurz ab. Er hat hier kurz vorm Spiel, und wir wissen, die gucken alle jetzt, also die Zeit haben, die Nationalspieler. Wenn sie, spiel mal kurz ab, was er gesagt hat. Wenn Tor kommt, schreist du dazwischen. Ja, mach ich. Okay. Komm, mach schön laut. Bester Freund, ich glaube, also ich muss erst mal sagen, ich bin stolz auf euch, wie ihr das macht. Deutlich besser, als ich erwartet hatte. Trotzdem müsst ihr natürlich später auf dem Schnaffi einen ausgeben, weil ich sag mal so, er tut euch gut. Was soll ich sagen, ich habe nur die ersten 20 Minuten gesehen. Wir sind nämlich jetzt auf dem Weg selbst zum Länderspiel. Wie du ja sicher weißt, spielen wir auch heute Abend. Von daher, da war das Spiel schon ein wenig recht lastig. Kleiner Tipp, wenn dein Kollege vom VfL den Ball quasi vor das Tor schlägt, dann ist es kein Torschuss, sondern eine Flanke. Ja, nimm das bitte mit, nimm das mit in die zweite Halbzeit und viel Spaß. Danke, okay, habe ich kapiert. Eine Flanke. Das war Flanke, am Anfang, Flanke, am Anfang, Flanke. Da habt ihr euch ein bisschen... Am Anfang, da bin ich ein bisschen... Ja, muss auch reinkommen ins Spiel. Herrgott, noch eins, ja. Und im Hintergrund sehen wir Bandenwerbung. Als Berliner in Zeiten der Kriminalität, der Organisierten, ist das immer noch ein komischer Schreckmoment, dass man denkt, Bandenwerbung, ist das erlaubt? Entschuldigung, ich habe gerade nicht zugehört. Was hast du gesagt? Ich glaube, es ging um Bandenwerbung. Bandenwerbung, ja, Bandenwerbung. So, aber die deutsche Nationalmannschaft war bei Wer wird Millionär. Ich glaube, das kriegt man alles wieder hin. Ich glaube, es ist ihm auch gerade wurscht, ob du zugehört hast. Ich finde es total schön, dass Klaas hier angekommen ist. Das ist für mich ist es immer ich kann nicht immer auf alles klären. Ich bin für überhaupt nicht multitaskingfähig. Ich kann also maximal das Spiel gucken und Scheiße reden. Das sind die zwei Sachen, die ich zusammenkriege. Aber jetzt auch noch bei euch noch zu gucken. Nee, gar nicht. Ist alles gut. Du machst das und Stachy und ich machen hier unser Ding. Ah, gut gedacht. Muss man wirklich sagen, dieses Spiel momentan so ein bisschen wie ein Kampf von Henry Maske. Elegant, aber ein bisschen langweilig. Hart reingegrätscht. Gerade also eingewechselt. 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 Dann kommt der Martin Schulz durch. Ne? Eingewechselt. Eingewechselt. Da habe ich in der Keitel umgesäbelt. Umgekeitelt. Das ist der neue, Djokanovic, der eben gerade erst reingekommen war. Ne? Jawohl. Also der schwitzt aber schon. Hat ich doch gesagt, der ist eingewechselt. Ja, der ist schon, der schwitzt schon angemessen. Das finde ich besser, wenn die schon vorher ein bisschen schwitzen. Da hat man das Gefühl, die nehmen das ernst. Da steht Danke, aber man weiß noch nicht wofür, ne? Bitte gerne. Einfach so. Für ein Tor, ein zweites wäre schon noch möglich. Wahrscheinlich, aber auch dafür, dass Adidas jedes Jahr ein paar Millionen rüberschiebt wahrscheinlich, ne? Ja, nun wollen wir das mal lassen. Das ist ja nun ausreichend besprochen worden in der Presse, was da los war. Das warten wir ab. Wir kommentieren keine laufenden Prozesse. So, also, los geht's, komm. Zurück zum Spiel. Zum Spiel. Wir sind mittendrin, da passiert ja gerade nichts. Da müssen wir uns natürlich mal... Der war raus, ja genau. Sehr gut gesehen vom Schiedsrichter. Aber Klaas, du hast natürlich auch ein paar Millionen Leute, die es immer besser wissen. Ne? Also es ist schon auch ein... Weil du, so viel Bundestrainer wie im Fußball hast du nirgends. Ist ein harter Job, deswegen, ich sag ja... Leute, wir schalten kurz um hier. Ja. Ah, spielt der Torwart gut gesehen, aber...
Ich würde ich glaube, ich schrecke einfach zurück vor einer ganz normalen Alpha-Tierhaftigkeit, die halt beim Fußball eben auch in der Bewertung von Fußball durchkommt. Da bin ich einfach zu schwach für. Wenn mich da einer anschreit und sagt, ich bin ein Idiot, habe keine Ahnung, dann sage ich, ja, okay, ist so, und dann gehe ich nach Hause. Ja, wenn man da nach Hause geht, da ist man einfach in dem Sport nicht gut aufgehoben. Also aber das man, geht doch euch im Job auch nicht, auch so, oder? Ja, nicht? Aber da sage ich dann, ja, ist mir doch egal, ich finde das aber anders. Na, okay. So, nee, und da ist meistens so, dass das Klaas mich dann anschreit und ich dann nach Hause gehe. Ja. Ja, genau, das passiert praktisch in der Mannschaft. Und nicht andersrum. Ja. Haben noch Zeit, da abzuklatschen. Mhm. Ist auch sehr clever gerade. So, den habe ich eigentlich viel früher erwartet. Chava von Eintracht Frankfurt. Chava, genau. Mr. Love. Chava. Und im Spiel auch Pedro. Ist eigentlich einer der stärksten Mann mit der 10. Mr. Chava. Mr. Loverboy. Auch unter Stefan Kunz zu einem richtig guten Rechtsverteidiger. Macht der alles auswendig können, der Stefan Kunz. Ne? Wer was kann. Der ist, nein, muss er die ganzen Namen von dem. Aber er macht das hauptberuflich. Also insofern. Ich verstehe schon, aber ich finde das tatsächlich erstmal ohne Scheiß. Das ist eine ganz schöne Leistung. Also für mich ist das zu kompliziert. Also es ist viel so Gequatsche natürlich beim Fußball, aber es ist eben auch viel nicht Gequatsche. Das muss man jetzt auch mal sagen. Also weder im Kommentatorenbereich als auch dann tatsächlich in dem, was ein Trainer dann zur Mannschaft sagt, wie die Mannschaft das dann interpretiert. Das ist eben alles nicht nur Gequatsche. Da ist man ja schnell dabei, irgendwelche Plattitüden aneinander zu reihen, damit man da irgendwie durchkommt. Aber man muss es verstehen und es ist unglaublich kompliziert. Und dann doch ein echt sehr komplexer Sport. Also das muss ich jetzt bei allem Scheiß, den man so redet, auch mal anerkennen. Da gehört eben nicht nur das Bein und das Talent dazu, sondern eben auch eine Menge Köpfchen. Das müsste Ecke geben, ja. Der Schubser hier. Das sind immer die mit diesen harten Frisuren, die mal aussehen, als hätten sich mit dem Staubsauger die Haare geschnitten. Ja. Die, vor denen muss man Angst haben. Das sind wirklich die, das sind die, die einen kloppen, das sind die fiesen Möps. Ne? Meinst du, in den 30 Sekunden kommt das hier noch? Ja, komm, jetzt hier noch ist schon alles passiert. Eine so eine Bananenflanke und eine Bogenlampe und ab geht die Post. Nicht das gesagt. Bananenflanke, okay. Wie früher bei Manni Kalt. Ne? Oh, stark. Manni Kalt? Kalt. Sag mal, Kalt. Kalt. Manni Kalt. Was? Kalt? Kalt. Nein, Kalt. Nein, Kalk. Ja, ja. Kalk. Kalk. Was labert ihr? Ich höre euch nicht. Ja, natürlich. Kalt. Kalt. Natürlich. Ja, ja. Sag ich doch. Was versteht ihr denn immer? Ganz ehrlich, was habt ihr an den Ohren da? Ja, das sind wir. Entschuldigung, natürlich. Das ist unsere Schuld. Entschuldigung. Ja, falsch hier. Ein bisschen nicht vergoogelt. Entschuldigung. Wir hatten den richtigen Namen falsch verstanden. Ja. So. Gut. Vorbei. Einigen wir uns drauf, 3 Punkte. Genau, 3 Punkte, 1-0 also für die Mannschaft von Lassen Stefan Kunz. Weg, Glückwunsch, Stefan. Also ich muss ehrlich sagen, ohne jetzt hier Lobhudelei, mir hat es echt mega Spaß gemacht. War eine entspannte Nummer. Ja. Und würde ich sagen. Also so entspannt habe ich noch nie kommentieren dürfen. Noch ein Küsschen für den anderen Trainer und dann haben wir es auch noch klar, mal. Klar, ist immer noch voll drin. Vielen Dank, ich nehme die Blumen gerne an, stellvertretend für uns beide. Danke sehr. Hat tatsächlich sehr viel Spaß gemacht. Müssen wir es nochmal machen? Nö. Aber wenn, dann nur mit dir. Und es hat uns vielen Dank, dass du uns im rechten Moment dann auch doch immer gerettet hast. Und es war immer, du hast hilfesuchende Blicke nicht nur gesehen, sondern auch beantwortet. Nein, wirklich. War ein Fest. Bleibt gesund, ist das Wichtige. Und jetzt gleich melden sich dann Christian und René. Macht's gut. Auch nochmal liebe Grüße. Tschüss, danke. Gut Kick, tschüss. Wir sind ein wunderschönes Team.